Schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie herzlich zur Pressekonferenz von Karl Oehlinger. Das Thema ist die Neonazi-Webpage Alpen-Donau-Info. Bitte. Einen schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich habe gestern schon auf die Pressekonferenz des Innenministeriums bzw. des BVD reagiert mit dem Vorwurf, entweder ist das BVD inkompetent oder es verduscht absichtlich den Rechtsextremismus in Österreich. Wieso sollte das BVD verduschen und verheimlichen? Das ist eine gute Frage. Wenn Sie mich konkret fragen, ich habe eine Antwort darauf. Seit 2001, und das war eine politische Entscheidung, die nicht das BVD in erster Linie zu verantworten hatte, sondern der damalige Innenminister Strasser, fehlen weite Teile des rechtsextremen Spektrums in den Verfassungsschutzberichten. Es wird nicht mehr über Burschenschaften berichtet. Es gibt ein Zusammenspiel zwischen Burschenschaften, zwischen einzelnen Burschenschaften und einzelnen Personen in Burschenschaften und der aktiven Neonazi-Szene. Und dann lesen Sie im Verfassungsschutzbericht seit 2001 kein Wort mehr zu rechtsextremen Burschenschaften. Es steht im Verfassungsschutzbericht nicht drinnen, dass bei der Burschenschaft Olympia, also der vom Herrn Graf, sich die Neonazis die Klinke gegeben haben, als Referenten, als Sänger, da ein- und ausgegangen sind. Steht nicht drinnen. Ja, wo sind wir? Ja, also es ist ja grotesk. Im Frühjahr 2009 gehen die Webseite Alpen-Donau-Info und das weniger bekannte, weil interne Alpen-Donau-Info-Forum ans Netz. Das ist deshalb nicht irrelevant und auch im Zusammenhang mit dem Verfassungsschutz sehr relevant, weil der Verfassungsschutz in seinem Bericht 2010 für das Jahr 2009 diese im rechtsextremen bzw. neonazistischen Spektrum wichtigste Seite der Neonazis völlig ignoriert. Er erwähnt sie nicht einmal in seinem Bericht, dass da eine neue Qualität entstanden ist, die betrifft die Organisation der Neonazis, die sich rund um Alpen-Donau, und das ist auch auf der Website dargestellt, in sogenannten freien Kameradschaften nach Bundesländern organisieren. Eine für Österreich völlig neue Organisationsstruktur, jenseits der parteiförmigen Organisation, die sich Rechtsextremisten bisher in Österreich gegeben haben, oder vereinsmäßigen. Die sind nicht mehr als Vereine oder Parteien angemeldet, sondern die agieren de facto im Untergrund. Es ist eine völlig neue Struktur, die sich die Neonazis gegeben haben. Im Verfassungsschutzbericht niente. Kommt nicht vor. Der Verfassungsschutz schreibt in seinem Bericht für das Jahr 2009, die einschlägigen Internetagitationen entziehen sich weitestgehend der behördlichen Kontrolle. Das ist falsch. Und das sollte falsch sein, wäre richtiger betont. Denn selbstverständlich ist es erstens die Aufgabe, gerade diese illegalen Strukturen zu beobachten und auch gegen sie vorzugehen und sich nicht darauf zurückzuziehen, die agieren im Internet, da können wir nicht zugreifen. Selbstverständlich ist es mit ganz normalen kriminalpolizeilichen oder polizeilichen Mitteln und den Mitteln, die das Strafgesetz, die Strafprozessordnung zur Verfügung stellt, möglich, diese Strukturen auch wirksam zu bekämpfen. Das beste Beispiel dafür ist die gerade jüngst erfolgte Aktion des deutschen Verfassungsschutzes gegen ein Nazi-Internetradio. Und eine dieser Radiostationen, ich glaube, sie hat Widerstandsinfo geheißen, die ist über einen US-Server gelaufen. Genauso wie die Seite Alpen-Donau über einen US-Server läuft. Und die deutschen Behörden haben nicht gesagt, wir können da nichts machen, sondern die haben die Szene gründlich beobachtet und dann haben sie zugeschlagen. Mit 20 Hausdurchsuchungen oder noch mehr Hausdurchsuchungen wurden die entsprechenden Verantwortlichen für diese Seite verhaftet und die Seite gibt es nicht mehr, also das Radio. In Österreich wird uns
den Medien, Ihnen, der Öffentlichkeit seit mehr als einem Jahr erklärt, wir können nichts machen, weil die amerikanischen Behörden nicht kooperieren. Und das ist unwahr. Selbstverständlich wäre es möglich, hier etwas zu machen. Im Sommer 2010, konkret am 9. Juli, haben wir eine umfangreiche Anfrage zur Alten Donau eingebracht, in der auch Ross und Reiter genannt wurden. Sie dokumentiert bis ins Detail, welche Aktionen über Alten Donau bislang erfolgt sind, mit welchen anderen Parteien, Vereinen ein Kontakt besteht und was sich jenseits der Website Alten Donau im internen Forum in diesem einen Jahr getan hat. Und da hat sich sehr viel getan, vor allem im internen Forum. Dort machen die Neonazis überhaupt kein Hehl mehr daraus, wer sie sind und was sie wollen. Dort wird offen mit Heil Hitler gegrüßt und dort stellen sich auch FPÖler sozusagen als FPÖler vor. Und das war von 70, 80, 90 hauptsächlich Kameraden, weniger Kameradinnen, benutzt dieses Forum. Also es ist nicht eine Struktur und eine Kommunikation, die sich nur auf einige wenige Hanseln, die man eh schon kennt, bezieht, sondern da sind 70, 80, 90 im ersten Halbjahr mindestens verschiedene Namen unter Aliasnamen, Personen unter Aliasnamen aufgetreten, haben miteinander kommuniziert. Da passiert nichts. Von Seiten des Verfassungsschutzes. Wir müssen eine Anfrage machen, in der wir nach gründlicher Recherche versuchen, für die Behörde Fakten und Namen zu liefern. Und wir haben 17 Namen genannt. Darunter war auch der Name desjenigen Neonazi, dessen Vater, was wir damals schon gewusst haben, beim Verfassungsschutz tätig war. 17 Namen wurden genannt. Und wir wissen, warum wir diese Namen genannt haben. Auch der Herr F. war in einschlägigen Zusammenhängen tätig. Der Herr F. Junior war am Ulrichsberg mit dem Herrn Küssel und mit dem Herrn Hans-Jörg Schimaneck, da nenne ich jetzt einmal den Namen, und mit einem bekannten deutschen Neonazi aus Sachsen ist er dort aufgetreten. Wenn das BVT in seiner Pressekonferenz gestern erklärt, dass der Herr F. Senior nur in einer unbedeutenden Rolle im BVT tätig war, dann muss ich das so zur Kenntnis nehmen. Ich halte allerdings entgegen, dass unsere Information besagt hat, Herr F. ist Leiter der Observationseinheit. Da hat es mich zum ersten Mal gerissen. Wahlleiter der Observationseinheit. Weil Observation im BVD, ich glaube nicht, dass die mehr als eine Einheit haben im BVD für Observation. Und wenn da jemand Leiter dieser Einheit ist oder auch nur in dieser Observationseinheit tätig und ich gleichzeitig weiß, dass das BVD den Landesämtern für Verfassungsschutz die Kompetenz Alten Donau zu beobachten weggenommen hat und alles bei sich zentralisiert hat in dieser sogenannten Sondereinheit, dann verstehen Sie bitte, dass ich etwas unrund und unruhig werde über die Ermittlungsfortschritte des BVD gegenüber Neonazis und gegenüber Alten Donau. Und um das noch zu bestätigen, möchte ich Ihnen noch zitieren, was der bayerische Verfassungsschutz mittlerweile über die österreichischen Verfassungsschützer denkt. Österreich wird beim Thema Rechtsextremismus zunehmend ein Problem für die europäische, für unsere Sicherheit, heißt es im Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz. Die Folge: Die Verfassungsschützer haben begonnen, die Nachbarländer mit ins Visier zu nehmen, inoffiziell natürlich. So sichtete man bei einem Neonazi-Aufzug in Schärding, das ist Österreich, Beamte des Kommissariats für Staatsschutz Passau und in ihrer Nähe ein Auto mit Münchner Kennzeichen und fleißig notierenden Insassen. Man beginnt, über die Grenzen zu schauen. Zitat Ende, Blick nach rechts. Man beginnt deshalb, über die Grenzen zu schauen,
weil man dem österreichischen Verfassungsschutz offensichtlich nicht mehr zumuten kann und zumuten will, selbst diese Aufgabe zu übernehmen, weil man ihm nicht mehr vertrauen kann, dass sie tatsächlich hinschauen. Die sind nicht dort, wo die Neonazis sind. Sie sind nicht dort und sie handeln nicht. Das kann es nicht sein.